Eines meiner Lieblingsgebäcke aus der Kindheit sind Beerentatzen mit einer Nougatfüllung und mit Schokolade überzogen. Jetzt habe ich in Bäckereien geschaut und da werden die zum Teil angeboten als flammende Herzen, als Kreise bzw. Kringel oder als Dreiecke, alles der gleiche Teig oder eben als kleine Beerentatzen, dass die leicht hergestellt werden können zu Hause. Das zeige ich euch. Und zwar mit einem Mürbespritzteig. Die Zutaten seht ihr gleich, findet ihr aber auch unten in der Infobox. Und ich bereite jetzt als erstes meinen Teig zu, der ganz wenig Zutaten hat und schnell zubereitet ist. Dann spritze ich meine Gebäcke aus. Welche Form ihr dafür spritzen möchtet, ob jetzt Ecke, flammende Herzen, Beerentatzen, klein oder groß, das ist jedem selbst überlassen. Ja, und danach kommen meine Gebäcke schon in den Backofen und ich kann mich dann um den Nougat kümmern. Der muss nämlich einmal geschmolzen und ein bisschen abgekühlt werden, damit ich die Gebäcke schön füllen kann. Und die Kuvertüre muss geschmolzen werden. Und jetzt mache ich als erstes natürlich den Teig fertig. Dafür habe ich hier 250 Gramm ganz weiche Butter. Ich habe diese Schale gerade noch auf die Heizung gestellt, damit die Butter wirklich richtig weich ist. Und dazu, die gebe ich jetzt hier in die Schüssel, und dazu gebe ich 100 Gramm Puderzucker, den habe ich vorab gesiebt, damit der schön fein ist, und eine Prise Salz kommt dazu. Und diese Masse wird als erstes verrührt, und zwar richtig cremig, lieber ein, zwei Minuten länger als zu wenig, die sollte fast weiß sein, und dann erst kommt das Ei dazu. Ich habe jetzt den Anfang von dem Teig fertig und zwar habe ich ja die Butter mit dem Puderzucker und dem Salz richtig schön cremig gerührt. Und wenn die Masse ziemlich fast weiß ist, kommt erst das Ei dazu. Und danach habt ihr eine richtig schöne cremige Masse. Und da gebe ich jetzt auf einmal 300 Gramm Mehl zu. Das habe ich auch vorab gesiebt, damit ich keine Klümpchen da drin habe. Und dann wird das in einem untergehoben. Und zwar nicht zu lange. Weil wenn das Mehl weg ist, dann ist der Teig auch fertig. Wenn ihr zu lange rührt, dann wird der Teig zu hart. Also einfach nur das Mehl einmal unterrühren, bis ihr einen schönen geschmeidigen Teig habt, den man dann schön ausspritzen kann. Den fülle ich dann gleich in meinen Spritzbeutel, damit ich richtig schöne Figuren spritzen kann. Und hier seht ihr schon, dass der Teig fast fertig ist. Das Mehl ist schon so gut wie weg. Und dann auch nicht mehr weiter rühren, ne? Sonst wird er zu fest. Und dann wird das Spritzen einfach zu anstrengend. Ich habe jetzt die Hälfte von meinem Teig hier in meinen Spritzbeutel gegeben. Wenn man den Spritzbeutel zu voll macht, dann braucht man einfach zu viel Kraft beim Spritzen. Da kann ich lieber gleich nochmal nachfüllen. Habe meine Sterntülle hier drin. Drehe mir den Beutel schön zu und spritze jetzt nach Herzenslust. Zum Beispiel flammende Herzen. Die werden immer so von vorne schmal, nach hinten leicht gemacht. Und wenn ihr das natürlich jetzt füllen wollt mit Nougat, dann muss die andere Seite auch gleich sein, damit die aufeinander passen. Das ist ja dann auch wichtig. Oder eben diese Ecken. So. Werden aufeinander passen und dann kann ich auch schon meinen Spritzbeutel wieder auffüllen. Die gebe ich jetzt, wenn ich alle ausgespritzt habe, in den Backofen bei 180 Grad für ca. 10 Minuten und in der Zwischenzeit stelle ich jetzt meinen Nougat aufs Wasserbad, fülle den auch in einen Spritzbeutel und zwar habe ich mir da einen ganz einfachen Spritzbeutel mit einer einfachen Tülle gemacht, damit ich gleich die Gebäcke dann richtig schön füllen kann und nachdem das Nougat schön geschmolzen ist, gebe ich das schon mal hier rein, damit das ein bisschen abkühlen kann. Dann zerläuft mir das auch nicht beim Füllen. So, jetzt mache ich erstmal hier einen neuen Teig rein und spritze mein Blech weiter voll. Und dann seht ihr die gleich, wenn die ausgebacken sind. Ich habe meine Mürbespritzgebäcke alle ausgebacken und meine Nougat hier in den Spritzbeutel ja gefüllt. Der ist auch schon schön abgekühlt, so dass man den auch einfach verarbeiten kann. Und damit befülle ich jetzt einfach die Gebäcke
und kann dann auch schon die Platte drauflegen, diese dann in Kuvertüre tunken und habe richtig leckere Ecken, flammende Herzen oder eben Bärentatzen, wie ihr gerne möchte. Das Gebäck kann man natürlich auch so essen, man muss das nicht füllen. Man kann da auch einfach nur mal Schokolade drüber tunken, ganz lecker. Und ganz typisch für mürbe Spritzgebäck ist natürlich, dass die außen schön knackig sind und innen so sandig weich. Und genauso sind die auch total lecker. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert mich doch. Abonnieren macht Freude. Dann weiß ich, ihr habt Spaß und dann habe auch ich Spaß. Ich mache jetzt weiter und gleich seht ihr alle meine leckeren, fertigen Gebäcke. Bis dahin, eure Bea.